Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute gibt es mal wieder einen neuen Adventskalender. So neu ist er nicht, es haben ihn schon einige gezeigt, aber ich wollte ihn auch zeigen. Und zwar habe ich hier diesen riesengroßen Oschi Balea Adventskalender von DM. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in den 24 Kläppchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch in diesem Video wird es wieder eine Verlosung geben. Der Adventskalender besteht aus 24 Kläppchen, hat ein schönes, schlichtes Design, was ich echt toll finde, was ich mir auch so sehr, sehr gerne quasi die Adventszeit über hinstellen würde. Hier hast du Rentiere drauf, beziehungsweise sind Hirsche mit Bäumchen und Schneeflocken und ist es hübsch, ne? Hier hast du ein Kind, was einen Schneemann quasi gerade baut. Und ja, er hat 14,99 gekostet, glaube ich, so ungefähr. Und ja, ich würde sagen, wir machen ihn mal auf. Aber wo? Hier sind keine Kläppchen. Wie wäre es mit der anderen Seite? Ja, ja, das wäre gar nicht so verkehrt. Umdrehen ist nochmal ganz gut. Und hier steht dann auch Balea drauf und der Spruch. Okay, it's a magical time. Ja, ne? Hier haben wir die Nummer 1. So, was den Wert der Produkte angeht. Ich blende euch das immer runtergerechnet von der Full-Size-Größe auf die kleine Größe. Ich weiß, dass diese kleinen Größen natürlich viel, viel mehr wert sind, weil sie ja auch eine Verpackung haben und so weiter. Also normalerweise würde man so sagen, für kleine Proben oder so von Balea 50 Cent oder so. Aber ich rechne das dann einfach mal so runter und ich blende es dir auch genauso ein, wie ich das runtergerechnet habe. Einfach, um das irgendwie so ein bisschen vergleichbar zu machen. Weil bei Beautyboxen und so weiter, was ich übrigens auch immer wieder unboxe, mache ich das auch so. Dann mache ich das hier auch. Huch, ja, die Kläppchen sind etwas dicker. Oh, hier steht was drin. Time for some Glam. Und die Produkte gehen gut raus. Das finde ich auch schon mal sehr freundlich. Jedenfalls sehr fingerfreundlich für mich. Hier haben wir als erstes ein festliches Bodyöl. It's a magical time für eine glamouröse Ausstrahlung. Hier haben wir 20 Milliliter drin und ja, ein Bodyöl, ein Körperöl. Ich persönlich mag nicht so gerne Bodyglitter oder Körperöl, das glitzert oder so. Das heißt, das ist auf jeden Fall das erste Produkt, was in die Verlosung reingeht. Ich rieche mal dran. Es riecht sehr angenehm, aber ist jetzt kein besonders besonderer Duft, glaube ich, von Balea. Weiß ich jetzt nicht. Wenn ich mir das einbilden möchte, riecht es ein bisschen nach Lebkuchen, aber nagelt mich nicht drauf fest. Vom Design her, ne, ist es ja, weihnachtlich designt, hat eine weihnachtliche Hintergrundverpackung, aber ne, wie gesagt, auf den Duft nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin jetzt gerade weihnachtlich angehaucht, da riecht wahrscheinlich alles so nach Lebkuchen und so weiter. Ui, die Nummer 2 ist ganz schön groß, ne? New Week, New Vibes, New Goals. Neue Woche, neue Vibes? Was heißt Vibes? Und neue Ziele. Und das sind Badeperlen, Urea Badeperlen, It's a Magical Time mit Vanille- und Blaubeerenduft. Das finde ich schön, das ist richtig weihnachtlich, Vanilleduft stehe ich total drauf. Mal gucken, ob ich das für meine theoretische Badewanne oben verwenden kann. Wir renovieren nämlich gerade oben unsere Mietwohnung, die wir halt vermieten. Und ja, da könnte ich mir das theoretisch gönnen. Durch die Balea-Produkte kann man leider nicht durchriechen. Also da kann ich dir jetzt nicht sagen, wie es riecht, aber es soll halt nach Vanille und Blaubeere riechen. Und vielleicht färbt es sogar das Wasser lila. Hi, das wäre cool. Achso, bei Badeperlen ist es übrigens immer so, finde ich, das schäumt nicht so schön. Das fehlt mir dann immer so ein bisschen, ne? Ja, 3. 3 ist klein. Achso. Und das ist ein kompletter Fliegekalender. War uns, glaube ich, auch allen bewusst. Ist halt Balea. Und Balea führt ja keine dekorative Kosmetik. Vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze gar keine so große Rolle. Weil alles viel kleiner aussieht, ne? Ja, ja. Oh, ist aber gut zusammengeklappt da drin, meine Herren. Also das ist echt winzig und gut verpackt. Eine Moonmilkmaske. Schön. It's a magical time mit Mandelmilch und Zimtduft. Ei, das ist ja... ja, Weihnachten, ganz extrem mit Zimt und Mandel, das riecht dann ja wundervoll, wird getestet. Ich liebe Masken, ich liebe wirklich Masken. Und vielleicht hat die sogar noch so ein Moonshift drüber, also dass du quasi so ein bisschen, wisst ihr was ich meine, dieses gräulich schimmernde, das fände ich ganz witzig. 4 ist hier unten, ja, auch wieder so ein kleines, aber das soll ja nichts heißen. Och, da muss ich näher ran. Geheimtipp, für wintergeplagte Lippen, auftragen, einwirken lassen und mit erfrischten Lippen in den neuen Tag starten. Oh, eine Overnight-Lippenmaske ist da drin. Da
das hört sich interessant an, denn ich rödel hier rum, ne? Denn Lippen leiden im Winter. Die sind immer sehr spröde, sehr trocken, die springen dann schnell auf. Auch das wieder in diesem echt schönen weihnachtlichen Design, das gefällt mir. Ja, und da ich halt wirklich abends oder nachts vielmehr immer eine Lippenpflege verwende, macht das für mich tatsächlich auch mal Sinn. Sonst bin ich ja überhaupt kein Fan von Overnight-Masken oder sowas. Hat so einen Applikator, mag ich eigentlich gar nicht. Also das sind halt so diese Spender, die ich gar nicht mag. Da kommt jetzt erstmal ganz viel Nasses raus. Ach, das ist so ein Gel. Okay, ja, okay, da kommt so ein Gel halt raus. Das ist durchsichtig. Und riecht nach nichts. Ich habe es an der Nase. Ich mache das mal hier so ein bisschen drauf. Das ist echt so ein Gel. Ja, es riecht, man sieht es halt nicht, ne? Es ist durchsichtig. Aber ja, so ein Ölgel ist das quasi. Okay, das muss man dann über Nacht auf die Lippen machen. Wird getestet. So, hier haben wir die Nummer 5. Der Tag vor Nikolaus. Wie sollen wir uns denn für den perfekten Nikolausabend pflegen? Happiness is a warm shower and positive thoughts. Glücklich sein ist eine warme Dusche und positive Gedanken. Und da ist eine Duschcreme drin. It's a magical time mit Feigen- und Shea-Butterduft. Das ist schön. Ich mag Feige, ich mag Shea-Butter. Das kann doch nur positiv sein. Hier sind 50 ml drin. Ja, und das riecht auch schön fruchtig pflegend tatsächlich. Und ja, da du dich auch gerne mal fruchtig pflegen darfst, packe ich dir das mal in die Verlosung, denn ich habe sehr, sehr viele Duschgele noch da. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es auch toll ist mit Feigen und Shea. Das riecht wirklich toll, ne? Auch wieder dieses schöne weihnachtliche Design. Weißt du Bescheid. So, jetzt kommen wir zu Nikolaus. Ich hoffe, dass wir hier auch etwas Nikolaus-mäßiges drin haben, denn Santa Claudi, ne, ich mag Nikolaus. Hier ist die Nummer 6. Auf dem Boden der Tatsachen liegt definitiv zu wenig Konfetti. Das ist definitiv ein Spruch, den muss ich mir auf Arbeit mal hinstellen. Okay, was ist das? Okay, es ist Badekonfetti. It's a magical time mit Vanilleduft. Ja, wow. Okay, da kannst du dir dann quasi deine Urea-Badeperlen nehmen und das dann quasi, das sind so kleine Weihnachtsmützen, das ist halt auch schon wieder irgendwie total niedlich, ne? Und das streust du dann da drauf anstatt von Schaum. Ist halt niedlich, ne? Ja, bekloppt, aber geil. Was, 2 Gramm, okay, süß, ja. Verteilen Sie das Konfetti mit himmlischem Vanilleduft in Ihrer Badewanne und genießen Sie das duftende Badeerlebnis. Das ist so geil. Ja, riechst du nichts durch. Doch, hier müsste man doch nicht durchriechen. Riecht aber nicht durch. Wie bekloppt, oder? Produkte, die eigentlich niemand braucht. Und irgendwie echt ein trauriges Produkt für Nikolaus. Aber es sind Nikolaus-Mützchen, also irgendwie dann doch schon wieder geil. Okay. 7. Da. Hier unten. Ich mag, dass das hier so Sprüche drin sind, ne? Ich stehe drauf. Make-up weg, Jogginghose an und Entspannungsmodus an. Ja, das kenne ich. Das mache ich total oft. Ich sitze hier auch sehr oft übrigens vor euch. Oben top gestylt, geschminkt und alles und unten eine Jogginghose. Ich liebe es. Jetzt habe ich eine Jeans an, weil ich komme von der Arbeit. Aber okay, das ist ein Augen-Make-up-Entferner. Ja, auch wieder aus dieser It's a Magical Time-Geschichte. Sanfte Reinigung. Ja, ne? Augen-Make-up-Entferner kann, glaube ich, jeder gut gebrauchen. Da sind 20 ml drin und der kommt auch mit in die Verlosung, weil das Design passt und ich finde es irgendwie niedlich. Deswegen kommt er mit in die Verlosung. Ja, und ich habe so viele da mittlerweile, das muss ich erstmal aufbrauchen. Gut, Nummer 8 haben wir hier oben. Oh, hello week, let's do this. Okay, das ist ja sehr motiviert. Oh, hallo Woche, lass es uns machen. Motivation an. Okay, das wäre jetzt übrigens der zweite Advent. Mattierende Gesichtspflege. It's a magical time für einen ebenmäßigen Teint. Ja. Ja. Okay, ich persönlich benutze mittlerweile auch echt viel Antifaltencreme. Aber die riecht sehr angenehm. Einfach ganz klassisch, ne? Die kommt auch mit in die Verlosung. Finde ich schön. Mattieren brauche ich oder möchte ich zum einen nicht haben. Ich möchte immer lieber glänzen. Ich benutze auch extra Glow Primer und sowas immer. Und ich benutze halt wirklich was mit Antifaltengedöns mittlerweile. Ich bin 30, ich darf das. Hier haben wir die Nummer 9. Tschüss, Bad Hair Day. Okay. Ja, sehr motivierend, was da drin steht. Balea, nährendes Haarpflegespray. Finde ich schön. Jo.
Das finde ich wirklich schön. Ich mag Produkte, die ich mir in die Haare sprühen kann. Jetzt gerade habe ich mir eben was aus einem anderen Adventskalender reingesprüht. Aus einem DMH-Adventskalender tatsächlich. Oh, es riecht immer noch so schön. Deswegen macht das eigentlich relativ wenig Sinn, aber ich mache es trotzdem. Pflegen. Das Pflegespray sorgt für verbesserte Kennbarkeit, seidige Geschmeidigkeit und natürlichen Glanz. Ohne Ausspülen mit Mandelöl. Gut, Mandelöl mag ich sehr gerne. Ins feuchte oder handtuchtrockene Haar aufsprühen. Ach, weißt du was, ich mach's trotzdem rein. Und ich benutze solche Produkte gerne auch von Gliss-Kur meistens. Oder, ja, von Gliss-Kur eigentlich meistens tatsächlich. Was habe ich denn jetzt gerade im Bad stehen? Gliss-Kur, ja. Diese Oil Nutritive, keine Ahnung, dieses goldene Vieh. Um halt nachher, nach der Dusche besser durch die Haare durchzukommen. Gut, da sprühen wir mal rein. Achso, hier sind 50 Milliliter drin. 50. Ja, es riecht wirklich nach Mandel. Also das riecht man tatsächlich. Ja, und es fühlt sich auch direkt so an, als könnte man da besser durchkämmen. Ich habe hier auch eine Bürste liegen, die benutze ich doch mal eben. Oh. Genau, der Kalender sagt auch, Claudia. Ganz genau so wird es sein. Ja, also das ist jetzt halt wirklich nährend. Das heißt, die waren ja vorher schon gepflegt, jetzt sind sie halt auch wieder gepflegt. Sie sind jetzt halt ein bisschen strähnig, weil ich ein bisschen viel reingeknallt habe, glaube ich. Aber ja, doch. Das gefällt mir. Und von den Spitzen her, ja, ne, sind die halt immer noch fisselig, aber ich muss mal wieder zum Friseur. Nettes Produkt wird benutzt. 10? Vielleicht? Irgendwo? Da. Ganz schön groß, ne? Und ich übersehe es. Hier ist die 10. Keep calm and drink chai. Oh, ich mag nicht so gerne Chai. Mit würzigem Vanilla-Chai-Duft, Bodybutter, ja, kommt in die Verlosung, Leute, tut mir leid, aber ich mag echt nicht so gerne dieses Chai, ich weiß nicht warum, sagt mir halt einfach nicht zu, ich rieche da auch einfach nichts, ne, weil ich habe jetzt hier das in meinen Haaren drin, das riecht sehr extrem, jetzt gerade hier nach Mandel, da riechst du nichts, ne, aber ja, ist eine Bodybutter und das ist jetzt, also es gibt wohl die lila Reihe und es gibt die pinke Reihe, genau, das kommt jetzt und die grüne gibt es auch noch. Ja, guck. Ja, ne? Kommt mit in die Verlosung. Ja, Mensch, da sind wir schon bei der Nummer 11. Das geht hier ja Schlag auf Schlag. Huch. Guten Abend, gute Nacht. Mit Sternen bedacht. Ja, wir singen jetzt nicht. Q10 Winternachtcreme strafft und stärkt mit Omega-Komplex. Die kennt man ja, ne? Das ist diese ganz klassische Nachtcreme von Balea. Und das ist jetzt hier einfach nur ein kleines Döschen mit, keine Ahnung, wie viel Milliliter? 5? Süß. Okay. Ja, ne? Ist ein kleines süßes Pöttchen. Ist jetzt mit Q10, ne? Hatte ich letztes Mal verwendet, fand ich nicht so bombastisch. Ja, komm. Ich pack dir das auch mal mit in die Verlosung. Was soll's? Jetzt hast du schon ganz schön viele Produkte in der Verlosung. Wahnsinn. Halbzeit. Wir sind bei der Halbzeit. Die Nummer 12. You can kiss me, you can hold me, but you don't touch my hair. Du kannst mich küssen, du kannst mich halten, aber pack nicht meine Haare an. Ja. Wintershampoo. It's a magical time für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Ja, da habe ich öfters mal Probleme mit. Ich glaube, viele Produkte, die ich jetzt hier drin habe, sind sehr, sehr klassisch. Die hast du jedes Jahr im Balea Adventskalender, ne? Da ist jetzt nicht irgendwie so ein Aha-Moment, wo ich sage, oh mein Gott. Ja gut, dieses Badekonfetti, das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, nicht mit drin. Ansonsten ist es schon sehr ähnlich zum letzten Jahr. Ja, wintergestresste Kopfhaut, trockene Kopfhaut kenne ich, weil ich halt echt jeden Tag dusche mit Haare. Riecht ein bisschen fruchtig, aber ansonsten hat das jetzt nicht irgendwie einen großen Eigengeruch. Reinigt sanft und schützt gegen äußere Einflüsse wie Kälte und trockene Heizungsluft für eine besonders reichhaltige Haarwäsche an kalten Wintertagen. Ja, läuft, ne? Wird verwendet. Auch wenn ich jetzt gerade komplett einen Haaradventskalender aufgemacht habe, was soll's. 13. Hier unten. Oh, super. Einmal spülen, bitte. Das ist ein bekloppter Spruch im Kläppchen, Leute. Okay, das hier ist dann wahrscheinlich die dazu passende Winterspülung mit Panthenol für wintergestresstes Haar. Hier sind nur 20 Milliliter drin. Im Shampoo waren 50 drin. Ich finde, das passt nicht so ganz. Also da hätten die schon dann auch die Spülung genauso groß machen sollen wie das Shampoo, weil ich eigentlich immer so ziemlich gleich viel verwende. Ja, das riecht jetzt nicht so geil, wie jetzt dieses Shampoo gerochen hat, muss ich gestehen. Aber gut, verwende ich dann in Kombination. Die Nummer 13 war das jetzt, ne? Dann mache ich mal die 14 auf.
Ein Beauty-Abend für mich, denn ein Peeling pflegt die Haut zart und schön. Ja, das passt zum Duschpeeling mit Ingwer- und Hibiskusduft. Das ist jetzt so ein bisschen Kontrastprogramm. 50 ml sind drin. Ingwerduft mag ich nicht so gerne. Hibiskus hingegen mag ich richtig gerne. Und Duschpeelings sind auch sehr wichtig. Ich mache zweimal die Woche Duschpeeling. Ja, das riecht jetzt tatsächlich eher blumig als Ingwerlastig. Packe ich dir aber trotzdem in die Verlosung mit rein. Denn du brauchst auch noch was, nachdem du deine Duschcreme benutzt hast, um dich zu peelen. Und ich habe sehr, sehr viele Peelings da. Und du brauchst das. Hier unten haben wir klein, aber fein die Nummer 15. Auch wieder was schön zusammengeklapptes. Lass deine Haut strahlen. Okay. Womit? Haselnusspeeling. Oh. Pflegender Peeling-Effekt für Gesicht und Körper. Ach, wie schön. Och, das finde ich cool, ne? Das gefällt mir wirklich. Kannst du als Gesichtspeeling nehmen, das kannst du als, geil, als Körperpeeling nehmen. Da ich dir jetzt ja gerade ein Duschpeeling reingepackt habe, behalte ich das Haselnusspeeling. Die Nummer 16 haben wir hier oben. Doch, die Kläppchen lassen sich schön öffnen, die Produkte lassen sich gut rausnehmen. Ich brauche nicht mehr eine Aufmachhilfe, alles super. Just another Magic Monday. Magic. Ja, it's a magical time, ne? Hand- und Nagelbalsam. It's a magical time. Starke Nägel und geschmeidige Hände. Das ist schön. Und auch eine schöne Größe mit 20 Millilitern. Die kannst du auch super in der Handtasche mit transportieren. Und da ich echt viele Nagelpflege- und Handpflegeprodukte habe, packe ich dir das in die Verlosung. Aber ich rieche trotzdem mal dran. Ja, hat eher wieder so einen cremigen Duft, ne? Also, kann aber auch sein, dass ich gerade einfach nur meine Haare gerochen habe. Oh, man sollte sich nicht so viel in die Haare sprühen und dann einfach nicht mehr riechen können. Das ist schade. Die Nummer 17. Put your happy feet on und schenke deinen Füßen verwöhnende Spa-Momente. Zieh deine glücklichen Füße an und genieße Spa-Momente. Okay. Fußpeeling. It's a magical time mit Orangenduft und natürlichen Peeling-Körnchen. Jo. Ne? Auch wieder so eine kleine Tube mit 20 Millilitern. Man sollte seinem Körper und auch seinen Füßen immer mal wieder ein Peeling gönnen. Du hast ein Peeling drin. Was ein Duschpeeling ist. Und das kannst du halt wirklich für den ganzen Körper nehmen. Ich nehme das. Die Nummer 18. Ein bisschen Zimt, ein bisschen Karamell und die Sorgen verschwinden geschwind. Okay, Zimt. Bodylotion mit Zimt und Karamellduft. Also ich glaube, damit kannst du mich jagen. Karamell mag ich gerne. Zimt brauche ich jetzt nicht auf dem Körper. Nee, das ist mir zu krass. Das kommt in die Verlosung. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage. Ich finde es einfach, ich esse gerne Lebkuchenmännchen, aber ich möchte nicht so riechen. Ne? 19. Hier oben. Happiness looks gorgeous on you. Glücklichkeit sieht wundervoll an dir aus. Und das ist ein Micellenwasser. Schön. Das ist quasi ja, eine schonende Reinigung und das dann halt fürs ganze Gesicht. 20 Milliliter sind hier drin. Sieht sehr, sehr ähnlich aus wie auch der Augen-Make-up-Entferner. Und damit wir das nicht verwechseln, bekommst du den Augen-Make-up-Entferner und ich bekomme das Micellenwasser. Finde ich gut. Ist eine gute Sache, ja. Achso. Aber ich rieche mal dran, aber es wird ganz, ganz klassisch riechen. Da wird jetzt kein großartig anderer Duft jetzt nur für den Adventskalender genommen werden, denke ich nicht. Ja, es riecht einfach nach Micellenwasser. Da ist jetzt nichts Spezielles dran. 20. Ja, ich rase hier gefühlt ganz schön krass durch den Adventskalender, weil hier jetzt nicht so die Ultra-Kabam-Produkte drin sind, aber es ist halt auch echt ein günstiger Kalender, ne? Ich bin verwöhnt von vielen anderen Kalendern tatsächlich. Welt aus, Badewanne an, gönn dir mal ein bisschen Badezeit. Juhu! Noch was für die Badewanne. Und das ist ein Badesalz. It's a magical time mit Pflaume und Vanilleduft. Und da ich ja das eine schon habe, bekommst du das andere. Das hier quasi. Jo. Jo. Das ist halt etwas pulveriger und die Badeperlen, die ich habe, sind halt Perlen. Sagt der Name schon, oder? Jo. Okay, die Nummer 21. Tschüss, müde Augen, hallo Augenaufschlag. Psst, lege mich einfach vor Verwendung in den Kühlschrank für den extra frische Kick. Und sowas kannst du nicht nur, wenn das das ist, was ich denke, kannst du nicht nur im Winter, sondern auch voll gut im Sommer verwenden. Jo. It's a magical time, guck dir die an. Das sind Augengel-Pads. Und ja, die machst du dir halt in den Kühlschrank. Und dann nimmst du die aus dem Kühlschrank raus.
legst dich nochmal 5 Minuten hin, legst es auf deine Augen und dann schwillen deine Augenringe ab. Ich bin kein Ruhemensch. Achso, 10 bis 15 Minuten steht hier übrigens. Okay. Ja. Ich bin kein Ruhemensch. Ich verwende sowas nicht. Deswegen kommt das in die Verlosung, weil ich es halt nicht verwenden werde. Ich kenne mich. Ich verwende gerne mal Gesichtsmasken, aber da muss ich halt auch die Augen aufhaben, um irgendwie noch wuseln zu können, sonst raste ich aus. Da bin ich kein Fan von so viel Chillerei. Das kann ich nicht haben. 22. Also der Kalender wird sich auch noch die ganze Adventszeit schön machen, weil er sich schön öffnen lässt und die Kläppchen jetzt nicht ausreißen oder so. Finde ich echt toll. Die Reinigung des Gesichts ist ein wichtiger Pflegeschritt, besonders abends vor dem Schlafengehen. Und da haben wir auch wieder aus dieser LE ein Waschgel drin. Auch da wieder 20 Milliliter drin. Und weil ich das Micellenwasser habe, bekommst du das Waschgel. Finde ich gut. Und es wird auch wahrscheinlich wieder ganz klassisch riechen. Ja, da sind jetzt keine besonderen Düfte, glaube ich, drin, ne? Außer jetzt so bei den Duschprodukten oder bei den Eincremeprodukten. Meine Herren, ich sehe gerade übrigens, wie voll schon diese Verlosungskiste ist, ne? Der Wahnsinn in Tüten, ey. So, der Tag vor Weihnachten. Wie sollen wir uns denn jetzt noch quasi last minute präparieren? Schokolade löst keine Probleme, aber das tut ein Apfel auch nicht. Das stimmt. Okay, Duschcreme. Mit Schokoladenduft, ja, safe. Safe behalte ich das. Geil. Schokolade, ich liebe Schokolade. Auf der Haut das zu haben, ist immer so eine Sache für sich. Ich hatte auch schon mal von der lieben Nathalie, Nathalie Nordbeauty, die hat mir auch schon ein komplettes Schokoladenduschgel quasi in einem Tauschpaket geschenkt. Das wird jetzt auch noch zur Weihnachtszeit verwendet, aber wir haben es noch Oktober, noch geht's, also noch wird es nicht verwendet, aber ich freue mich schon drauf. Und hier habe ich dann quasi nochmal eine Kostprobe, sage ich mal, mit 50 Millilitern. Es riecht ein bisschen nach muffiger Schokolade, ne? Also dieses süßlich angenehme Schokoladige, wie wenn du eine Vollmilchschokolade hast zum Reinbeißen, ist das jetzt nicht. Ein bisschen herber. Aber na, das wird getestet auf jeden Fall. Schokoladenduschcreme finde ich ja herrlich. Okay, duften nach Schokolade starten wir dann in den Heiligabend. Und den haben wir hier. Frohe, friedliche, entspannte, besinnliche, leuchtende, himmlische, zauberhafte, wundervolle, harmonische Weihnachten. So soll man meinen. Ein Badestern, it's a magical time, mit Cassis- und Nektarinenduft. Ja, das ist ja mal großartig. Und da ist dann wohl ein Stern drin, den du dir in die Badewanne schmeißen kannst. Jo, ich fühl's schon. Ha, cool. Und dann wird es so blubbeln und das alles schön machen. Cool. Jetzt kein unbedingtes KBM-Highlighter-Produkt für die Nummer 24. Ich glaube, letztes Mal hatten wir so einen coolen Lippenbalsam drin im Nikolaus-Design. Oder war der im Nikolaus drin? Nee, der war im Nikolaus drin. Und Weihnachten, Heiligabend, hatten wir dann so einen Taschenwärmer drin, den ich übrigens ein Jahr lang nicht benutzt habe. Läuft bei mir. Ja, okay, ne? Passt schon. Es ist was anderes als die anderen Produkte. Die Produkte unterscheiden sich ein bisschen zu dem, was wir die so im letzten Jahr drin hatten. Aber ansonsten ist es jetzt nicht irgendwie was explodierend Neues. Dennoch hat mir der Kalender gefallen, denn ich habe dafür auch einfach nur in Anführungsstrichen 15 Euro bezahlt. Ich habe andere Kalender gehabt, für die ich 50 Euro bezahlt habe, an denen ich mich nicht erfreut habe, weil halt grundsätzlich nur Proben drin waren. Und hier, ja, hast du kleine Probegrößen, aber die sind in Sachets, in Tübchen drin. Das ist schon ein Unterschied, ne? Ob wir auf den Wert von 15 Euro kommen. Ich habe es bei Isana gemerkt oder bei dem Schön für mich von Rossmann schwierig. Ich blende die hier mal ein, aber ich denke schon, dass wir unter dem Wert liegen. Aber da haben wir tatsächlich ja auch nur das Grundprodukt, was ich berechnet habe. Also hier haben wir 50 Milliliter zum Beispiel in so einem Produkt drin. Normales Duschgel hat 200, 250 Milliliter, also habe ich das dann entsprechend durch Tüdelü geteilt. Hier hast du aber ein Special Design. Du hast dann noch eine extra Tube und so weiter. Darf man nicht vergessen. Ich weiß, das schreibt ihr mir auch immer in die Kommentare. Also sage ich es auch nochmal explizit. Ja, mir hat es echt gut gefallen. Und denk an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!